Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich eine super leckere Quiche mit Spinat und Feta-Käse und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Ich fange als erstes an mit dem Mürbeteig. Für den Mürbeteig benötige ich 280 Gramm Mehl. Teelöffel Salz und 175 Gramm kalte Butter. Ich tue das alles, ich mache es mal einfach, ich tue es einfach in diese Küchenmaschine. Ihr könnt selbstverständlich auch mit der Hand kneten. Das wird verrührt und während ich das mixe, werde ich 4 bis 5, vielleicht 6 Esslöffel kaltes Wasser dazu tun. Esslöffel dazu getan. Der Teig ist gut geworden. Den werde ich jetzt mit der Hand noch so ein bisschen in so einem Ball formen und dann erstmal im Kühlschrank kalt stellen. Der Teig ist wirklich in so einem Mixer super schnell gemacht. Das hat jetzt wirklich nur 2 Minuten gedauert. So. Der kommt jetzt in die Frischhaltefolie. So, der Teig kommt jetzt in den Kühlschrank für ungefähr eine halbe Stunde. In der Zeit mache ich schon mal den Spinat fertig. Für die Quiche-Füllung werde ich jetzt den Spinat vorbereiten. Ich habe jetzt ca. 350 Gramm Blattspinat. Eine kleine weiße Zwiebel und eine kleine rote Zwiebel. Ich habe beide ganz klein gehackt. Dann habe ich noch ein bisschen Butter, um die Zwiebeln anzurösten. Und einen halben Teelöffel Knoblauchpulver, ein Viertel Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Muskat und ein bisschen Salz. Und jetzt fange ich an, indem ich erstmal die Zwiebeln gut andünste. Ich nehme als erstes die Butter und ein bisschen Olivenöl. Ich würde sagen so 2 Esslöffel. Wenn die Zwiebeln anfangen gut zu brutzeln, dann schalte ich den Herd immer so auf mittlere Stufe, damit die Zwiebeln nicht verbrennen, sondern langsam garen und schön weich werden. Jetzt haben die Zwiebeln ein bisschen Farbe angenommen und sind auch weicher geworden. Jetzt werde ich den Spinat, beziehungsweise erst tue ich die Gewürze dazu. Ich rühre das so ein bisschen um. Und dann füge ich den klein geschnittenen Spinat dazu. Der Spinat ist jetzt soweit fertig. Ich habe ihn in ein Sieb getan, damit überflüssige Flüssigkeit abtropfen kann. Den Quiche-Teig werde ich jetzt aufrollen auf ungefähr 35 cm Durchmesser. Ich benutze so eine ganz normale Tarte bzw. Quiche-Form. Und ich habe die so ein bisschen eingefettet und da kommt jetzt der Teig drauf. Den überflüssigen Teig, den schmeiße ich natürlich nicht weg. Der kommt in einen Gefrierbeutel und wird eingefroren. Und beim nächsten Mal kommt er wieder in Einsatz. Der Boden wird jetzt erstmal blind gebacken. Das heißt, ich werde den ohne alles in den Backofen schieben. Damit er aber nicht zu doll hochkommt, werde ich da ein Backpapier rauf tun.
und es mit etwas beschweren. Ich habe in diesem Fall Reis. Ihr könnt aber auch Bohnen oder irgendwas anderes drauf tun. Hauptsache, es ist ein Gewicht hier oben drauf. Das kommt jetzt für 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 175 Grad. So 15 Minuten war jetzt der Quiche-Teig im Backofen und ich werde jetzt den Reis entfernen und dann wird er weitere 10 Minuten im Backofen backen. So sieht er jetzt aus und jetzt kommt er weiter in den Backofen. Ich mache jetzt den Guss für die Quiche und dafür brauche ich 240 ml Sahne. Und da rein kommen, da kommen jetzt 3 Eier rein. So, für die Quiche ist jetzt alles parat. Ich habe hier 200 Gramm geriebenen Käse, 240 Milliliter Sahne verquillt mit Eiern, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Dann habe ich hier den Spinat, den ich vorher vorbereitet hatte. Und hier habe ich noch 90 Gramm Feta-Käse, den habe ich in kleine Würfel geschnitten. Die leckere Quiche ist jetzt fertig. Ich lasse sie ein wenig abkühlen und dann werde ich sie servieren. Die Quiche mit Spinat und Feta-Käse ist wirklich super lecker geworden. Probiert sie unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.